weiter geht's mit The Forest, mit dem Rübser. Moin. Und Schnurrer, dem Held in The Hood. Ach. Den Held in The Hood. War hier nicht noch eine Leiche irgendwo? Da liegt noch eine. Rechts von der Tür. Irgendwo. Hier. Nee. Doch, hier liegt einer. Wollen wir jetzt hier vorne ein Lagerfeuer? So? Ja, ja. Oder hinter der Wand? Hinter der Wand, oder? So. Feuerchen. Einfaches Feuer, ne? Jo. So, wollen wir dann erstmal zur Hütte, oder was? So. Zu was? Zur Hütte? Du meinst in... Seilen. Zu den Seilen? Das könnten wir machen, muss aber vorher einmal essen und trinken. Oh, ich auch. Stimmt. Wenn ich mal hier so einen schön abgehangenen... der ist noch frisch. Frisch heißt, ich kann den noch nicht essen, ne? Ich glaube nicht, ne. Dann muss ich den kochen, sagst du. Oh, ich glaube, hier sind die... Hier hinten sind jetzt die ganzen Knochen weg. Also frisch kannst du doch essen. Zumindest konnte ich es eben. Na toll. Wie Knochen sind weg. Achso, vom Abfackeln. Kann das sein, dass man da noch irgendwie so ein Kraut mit reinpacken kann? Und ja, dadurch dann kriegst du mehr Leben, glaube ich, zurück. Ich mach noch blaue Beeren rein. Jetzt macht der da einen Stuhl raus Knochen oder? Mhm. Ist doch praktisch bei dem Lagerfeuer. Zu vorne machen sollen. Können wir auch noch wieder. Hallo, wie viele Knochen wir noch kriegen werden? Ach, hier ist ja die Leiche. Du hast ihn nicht gleich reingeworfen. Hä, wieso kann ich den nicht aufnehmen? Ach, jetzt. So, noch was trinken? Schubs. So. Ich habe schon wieder fast die Hälfte an Lebensbalken. Ich habe ein bisschen mehr. So drei Viertel. So. Licht machen wir mal aus. Oh, na toll. Ja. Das hört sich fast von hinten aus an, oder? Keine Ahnung. So. Wollen wir? Ich will noch kurz die Knochen mir holen. Ich weiß ja nicht, wie lange das brennt hier. Oh, jetzt ist fertig. Sehr gut, jetzt können wir. Wo ist er denn? Mal. So, willst du vorgehen? Ach so, alles klar. Hä? Sehr mutig. Wieso? Ja, naja, wenn hast du da oben auch noch eine Falle gebaut? In dem Baum? Na, die Steinfalle. Achso. Die muss an den Baum. Bist du schon vorgegangen? Nee, ne? Ja. Wo denn? Ach, da hinten rennt der lang. Hier rechts neben uns ist doch auch gleich ein Lager. Ich will nicht in dieses Hauptlager. Diese einzelne Butze ist immer... da ich noch niemanden getroffen. Ja, aber in dem Hauptlager doch auch nicht. Doch, da habe ich schon welche getroffen. Ins Gesicht? Also diese eine Butze ist gar nicht weit weg vom Hauptlager, sehe ich gerade. Die steht ein bisschen abseits. Ja, das ist sie vom Chef. Hä, hey, wo ist denn das Seil? Hier. Da sind auf jeden Fall aber immer drei Seile drin in dieser einen Butze. Das ist ganz praktisch. Nach jeder Nacht oder was? Nee, nach... Obwohl, keine Ahnung. Als wenn die da wieder einer reinleckt, ja. Also im Hauptlager sehe ich aber diesmal tatsächlich auch niemanden. Aber ich will es ja nicht provozieren. Ja, wollten wir da nicht mal in so ein Loch reingehen? Na, wir brauchen doch dafür Dynamit oder sowas, um das zu sprengen. Wie viele Seile können wir denn tragen? Drei? Hä, wieso? Es gibt doch. Wieso? Es gibt doch hier Löcher, die sind offen. Wenn du sagst, da sind die wohnen da drin, ja, brauche ich Rüstung und Nahrung. Oh, hier ist einer. Hallo. Oh, ich habe jetzt vier Seile. Ah,
4 ist Max. Ein paar Stoffe mitnehmen. Wir sind ja praktisch in dem Lager fast. Ich bin nicht im Lager. Nee, ich meine mit unserer Hauptbutze. Der lebt immer noch. Danke. So. Beweis vernichten. So. Mal wieder ein paar Stoffe gesnackt. Oh, da vorne rennt einer. Ja, dann musst du dich dann drum kümmern. Ich habe ja schon Edel. So eine Dame und so ein Herr. Na, von Schwiegertochter gesucht. Ach, da unten muss ich hin. Oh, meine Ausdauer ist weg. Weiß aber nicht, ob die mich verfolgen. So, wo sollen hier Seile ran? Du musst doch gucken, die noch übel sind. Das sieht doch hier auch noch nicht fertig aus. Das zweite von... Ich hab hier keinen. Aber fehlt hier rechts fehlt doch auch noch. Ich hab hier kein Baumenü-Zeug. Das war ja eh schon fertig hier, ne? Ich baue jetzt immer noch Lämpchen hin. So, hier brauchen wir noch Stöcker und 4 Stämme. Hä, der gab keine Knochen? Doch. Und der gab keine Knochen. Gleich entsorgen den Burschen. Junge, Junge, Junge. Okay, Stöcker. Ich hole mal noch welche. Brauchen noch ein paar Stöcker, glaube ich. Habe ich doch gerade gesagt, ich hole welche. Sollen noch ein paar Stöcker holen. Was? Stöcker? Brauchen wir da noch welche? Oder? Es ist hier vorne, die ist doch gar nicht ausgerichtet. Die Falle. Die steht doch noch oben hier. So, hab die mal wieder aufgebaut. Ach, hier kommt jetzt so ein Totenkopf, ja, genau. Wenn du davor stehst. So, das auf, dann haben wir jetzt 4 fertig, ja? 5? Ja, 5. Oder noch mehr? Ne, hier rechts fehlt noch, da brauchen wir wieder Seile. Seile und Stöcker. Lass mal da nochmal hier vorne in das Hauptlager gehen. Oh, ich höre schon wieder welche. Da oben ist ja auch einer. So, wir brauchen aber Stöcker, um die Fallen wieder aufzubauen. Wo ist er denn hin? Ich sehe nicht mehr. Oh, so, ich bin voll. Ich gehe hinter eine Falle. Guten Tag. Keine Vertreter, bitte. Okay, 5 bräuchten wir jetzt noch. So. Ey, du! Was, Stöcker? Und dann sollten wir auf jeden Fall in der Tasche haben, wie du schon sagst. Zwei vier noch. Okay, ich mach trotzdem mein Inventar. So, er steht hier vor mir. Traut sich nicht, halt. Ne, jetzt rennt er weg. Ja, das ist clever. Er stand wirklich zu... Der rennt jetzt in deine Richtung. Der rennt dann das Alter wieder wegsprintet, ne? Hey, wo ist er denn? Der ist neben dir vorbeisprintet, der ist hinter dir da jetzt schon irgendwo. Aber der ist zu dem kleinen, zur kleinen Hütte oder so. Die Lampen sind noch nicht fertig alle, ne? Oder? Doch. Oh, cool. Hab ich mal fertig gemacht. Okay, 2 Seile. Ich gehe wieder, ins Lager da, ja. Da muss man noch ein paar. Wie heißen die nicht Leguane, sondern.
Lurche, keine Ahnung, die heißen Lurche, ganz anders, genau. Aber. Oder heißen die Leguane? Nee, die heißen noch ganz anders. Aber ich hab's schon vergessen, deswegen nenne ich das Lurche. Sebastian. Sebastian. So, bin wieder voll mit Stöckern. So. Weil es ja viel einfacher, wenn wir nicht kämpfen brauchen. Oh, da sind aber welche im Lager. 3, 4. Ja, die können wir ja dann mal anlocken. Wozu? Na, in die Fallen dann. Massenfallen. Sind hier Seile drin? Nee, nur Stoff. Aber hier hinten ist noch eine Butze, mal gucken. Alter, wieso hatte ich denn keinen Stoff mehr? Ich hatte doch sonst immer alles voll. Ne, hier sind doch Stoffe an den ganzen Dingern. Hier? Oh, ein Bild? Hä, hey, hatte ich das noch nicht? Ein was? Ein Bild, ein gemaltes. Oh, ich habe Besuch. Ich auch. Ich die Farbe. Da kommt einer angelaufen. Was ist das, ein Bild? Das hatte ich auch noch nicht. Aber ich war in der Hütte, 100 Potion drin. War, was? Die Farbe war doch gegen... Ich glaube, dass sie einen nicht Mutanten angreifen. Ja, genau. Okay. Dass die nicht angreifen und schon kommt da. Na, vielleicht nur die normalen nicht. Und wo war doch noch ein anderer, ne? Leute, der holt nochmal aus. Den bringst du jetzt weg, ja. Den schmeiß ich dann runter von der Klippe hier. In unser Lager, oder was? Das war ein Unfall. Bin jetzt blutüberströmt. Wenn du die tötest, dann musst du immer ins Wasser und wo. Wo, warum kriechen hier keine Seile? Hier laufen so viele jetzt durchs Lager. Was ist mit denen falsch? Das war's. Dann wäre meine Idee jetzt nur noch das kleine Boot. Ah, ich bin hier Risikopatient. Mhm, dann kommen sie wieder alle an. Naja, denn hier laufen mehrere. Lol, die machen ihr eigenes Zeug da kaputt. Vielleicht sind es auch gegnerische. Oh oh, ich habe 2 zu Besuch. Und hier war so ein schöner Lurch. Vor allen Dingen, die okay. Stellen sich vor dir und dann schreien sie einmal uah! Und dann passiert nichts. Ja, du schreist ja nicht zurück. Oh, schon wieder giftig. Wie soll ich denn zurückschreien? Ja, mit der Taste für Walkie-Talkie. Yeah, Treffer. Aber komischerweise sind die Fallen hier im Wald. Da sind eigentlich nie Hasen drin. Ja, so auf der freien Fläche machen muss. Hast du jetzt Seile gefunden? Nee. Toll. Also doch zum Boot. Ja. Ich hänge hier noch wieder ein Lurchi an. Wie erwischst du den denn immer? Ich krieg die nicht. Mit Pfeilen schieße ich immer drauf. Ja, das andere ist mir zu stressig. Dafür bräuchte ich erstmal wieder Federn. Federn habe ich nur 2. Gut, ich gehe schon mal, ne? Wohin? Ins Boot. Ins Boot? Huch, jetzt habe ich Tragen gedrückt. Ich wollte nicht tragen. Kann ich das wieder ablegen? Ah, so eine Kacke. Die Rüstung oder was? Ja, ich wollte noch Tarnung drauf machen. Toll, wenn ich jetzt Blut... auf die Rüstung Tarnung und dann anziehen, oder was? Ja, ich mach... Da machst du 25 Blätter drauf. Ah, okay. Und dann hast du so eine grüne Tarnung. Kannst du mal schön durch den Wald laufen. Ob das was hilft, keine Ahnung. Ich geh mal ins Wasser hier. So, jetzt ist aber bestimmt die rote Farbe weg, ne? Dann dürfte die weg sein. Ja. Na toll. Machst rote Farbe dran, bumm, Blut überströmt. Bitte wasch dich. Aber ist doch dumm, dass da keine Seile mehr sind. Seile. Seile. Hm.
Dann sollten wir aber auch vorsichtshalber hinten so aber, die Hälfte vom Strand mit absichern. Was ich ein bisschen dumm finde, ist, dass von der anderen Seite aber das Symbol nicht kommt. Das Totenkopf-Symbol? Ja. Jetzt muss man erstmal wieder raten, was du da irgendwie meinst. Aber du hast es erraten. Ja, diesmal. Also wenn du von der von unserer Hausseite aus kommst, dann kommt da kein Totenkopf-Symbol. Macht aber auch mega Krach, hier so ein Ding schieben. Aber nett, wie weit wir hier schon reingeholzt haben. Es wundert mich, dass ich jetzt immer noch... Hä, wo kommt er denn her? Na gut, du triffst auf einen. Sehr gut. Kam der gerade vom... Oh. Ich glaube, der probiert mich zu... anzugreifen, oder? Vielleicht will er auch noch lieber... Ne, jetzt rennt er weg. Ich glaube, den habe ich gerade... Ich habe gegen einen Baum gehauen, auf Emma war er da. Toll, jetzt regnet und willst du mich verarschen. Das heißt, der ist wahrscheinlich vom Baum runtergehüpft. Oh, vom Regen geht die Farbe ab, oder was? Ja. Krass. Ich sehe meine Axt nicht mehr. Hä? Ach, unsere erste Hütte. Weißt du noch damals, vor 27 damals, Folgen? Ja. Kommt sogar fast hin, ja. Irgendwie in dem Dreh, ja. So, ich bin jetzt beim Wasser vor dem Boot. Da fällt mir ein, theoretisch müsste ich jetzt die Kassetten auch wiederfinden. Wenn sie wieder da sind, aber ich glaube nicht, dass sie wieder da sind. Und dann verlierst du die und dann findest du die nie wieder, ist auf den Arsch. So muss das. Also ich würde wirklich sagen, ich habe den gerade vor einem Baum runtergehauen. Das, der kam, glaube ich, vom Baum runter. Ah, ich bin mir nicht sicher. Aber das schreiben unsere Zuschauer bestimmt mal in die Kommentare. Oh Gott, Alter. Du sollst mich doch nicht immer Gott nennen. Du weißt ja, das werde ich immer rot. So, Seil 1, 2, 3. Jo. Huch. Falsche Taste gedrückt, der Junge, Junge. Also es passen auf jeden Fall mehr als 10 drauf auf so ein Ding. Ich glaube einer mehr. Gucken. Ne, 12 schon. Ach, genau, 12 passen drauf. Das ist ja geil. Hast du jetzt noch Seile gefunden, oder? Ja, 3 Stück. Okay. Reicht ja zumindest für die Falle. Ich frage mich aber jetzt, ob sie die kaputt machen können, in dem Moment, wo einer drin hängt. Die eine Tante da, die hat den ja praktisch von der Falle runtergeholt, ne? Ja, das war ja die normale Schlingfalle, da hat er ja noch gelebt. Ja, ja, genau. Aber die hat da irgendwo gegengehauen und auf einmal war er wieder auf dem Boden. Aber ich glaube, bei den anderen wäre es ja egal, die sind ja dann tot. Ich habe bloß ein bisschen Angst, dass wir uns jetzt sicher fühlen. Ja, ja, und dann kommen die richtig bösen. Und dann nutzen die Fallen gar nichts. Na, gegen
diesen eben fetten da, weiß nicht, ob das reicht. Was vermutlich nicht. Gut, machen wir erstmal wieder Forschen polschen oder was? Warte, ich muss erstmal mein Holz hier abladen. Ach komm. Kann nicht Bruder machen. Nee, nee, nee. So. In der Ausdauer ist schon wieder so weit unten. Muss mal. Nur am Fressen, ey. Wann müssen nicht wir. Nur deine Ausdauer, auch deine. Wann müssen wir hier. Müssen wir hier eigentlich mal aufs Klo oder sowas? Ja, genau. Das wäre ja noch weiter übertrieben. Du kannst nicht kämpfen, du musst erst pinkeln. Genau. Du hast eingepullert, such dir neue Klamotten. Nee, das wäre aber praktisch, weil da gibt es ja so viele. Ja. Aber hier komplett so viele Fallen vor der Hütte, ohne einen kleinen Schlitzdurchgang, ist ein bisschen kacke. Wieso, rechts können wir doch vorbei. Ja, es musste aber so einen Umweg rennen. Oh, Alter, wegen den 3 Metern heute. Jetzt. Ja, das ist alles Zeit, Mensch, total. Was willst du denn noch in der Basis großartig bauen? Da sind noch die paar Baumhäuser und das Rondell. Naja. Da sind wir auch da drin fertig. Wir sind doch hier noch nicht fertig. Was das meinst du, was hier noch für Verteidigungsanlagen? Ja, aber die kommen doch aber nicht in die Basis. Ne, wir müssen vor der Reihe der Verteidigungsanlagen müssen wir noch eine Reihe bauen. Ja, wo ist denn ein Problem damit? Verstehst du? Verstehe ein Problem nicht. Verstehst du wieder nicht, ne? Ach, du bist behindert. Mann, ey. Kopfkrank so. Bist du. Richtig kopfkrank. Ich glaube, ich muss trotzdem jetzt erstmal nochmal trinken. Ne, trinken nicht, essen muss ich. Alter, du wolltest nur das Holz abladen. Jetzt sind wir jetzt 2 Minuten. Ja, bin ich doch. Okay. Wir können doch jetzt ein Folgenpulschen machen. Ist gerade so ein schicker Himmel. Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Spitze, bedanke mich. Tschüss. Die Abo bei Kuba. Tschüss. Nein. Tschüss.